Wow, du bist echt scheiße gut. Ich möchte nicht derjenige sein, der nach dir in dieser Talentshow auftritt. Da kriegt man ja einen Schock fürs Leben. Eigentlich, Onkel Jeff, mache ich dieses Jahr nicht mit bei der Talentshow. Ich höre auf mit Querflöte. Wovon redest du überhaupt? Ich muss mich auf mein Image konzentrieren und sexy sein. Das ist voll harte Arbeit. Wow, 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 wow! Ich sollte deinen scheiß Mund mit Seife auswaschen, so wie du redest. Du hast richtig Talent. Du hast es nicht nötig, dass du... Tut mir leid, Onkel Jeff. Querflöte war ein schöner Teil meiner Kindheit, aber meine Kindheit ist vorbei. Oh. Hallo? Ach du Scheiße, was? Ich muss los, mein Uber ist da. Julie, warte. Was wir da drin gemacht haben, ist nichts, wofür du dich schämen musst. Es ist etwas Wunderschönes. Hör zu, Jeff, ich bin 13. Du kannst mich nicht zwingen, Dinge zu tun, die ich nicht tun will. Oh mein Gott. Nein, warte, Julie, nein, nein. Oh. Jeff, in meinem Land sagen wir, ein Mann sollte keine Pfirsiche pflücken, die noch grün sind. Okay, also, gut zu wissen. Bis später. Drei Aliens kamen aus dem All. Der galaktische Rat schickte sie. Der Grund war ganz banal. Ein Menschen zu studieren, der möglichst ganz normal. Um herauszufinden, ob die Menschen gerettet werden oder alle sterben werden. Moment. Was? Scheiße. Was zur Hölle passiert mit meiner Nichte? Bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, dass Menschen eine Phase der Veränderung durchlaufen, wenn sie in die Pubertät kommen. Wow, ihr leistet ja wirklich bahnbrechende Forschungsarbeit hier. Ist ja echt toll. Zuerst werden sie patzig und sarkastisch. Dann passen sie sich an, indem sie genau die Eigenarten aufgeben, die sie zu dem machen, was sie sind. Im nächsten Moment sind sie nur noch traumlose Hüllen, die blind aufs Grab zu stolpern, wie ein Haufen trauriger, einsamer Gespenster. Mein Gott! Was wäre nur aus deinen Lieblingskulturhelden geworden, wenn sie ihre Träume aufgegeben hätten? Schon mal von Jazzy Drake gehört? Wir haben von unten angefangen. Jetzt sind wir hier, was sehr alarmierend ist. Oh, Leute, nicht der Six Man! Da ist noch mehr! Hallo? Hi, ja, ich rufe an, um zu fragen, ob Sie mit Ihrer aktuellen Autoversicherung zufrieden sind. Krass, mach das aus! Komm schon, hört auf! Wisst ihr, ich hatte auch mal einen Traum. Es mag albern klingen, aber... ich wollte ein professioneller Bongo-Spieler werden. Das klingt überhaupt nicht albern. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich weitergemacht hätte. Ich habe schon geahnt, dass dich das interessieren könnte. Ich bin immer vorbereitet. Heute Nacht, Ladies. Es tut mir leid. Ich kann einfach nicht jede Nacht eine Orgie feiern. Oh, na gut. Ja! Die nächsten 8 Stunden sind ziemlich versaut. Okay, also ich darf auf keinen Fall zulassen, dass Julie den gleichen Fehler macht wie ich. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich ihr das klar machen kann. Ja, es ist heutzutage fast unmöglich, Teenie-Mädchen zu beeinflussen. Es sei denn, du bist eine ihrer besten Freundinnen, ein Promi oder sogar eine Freundin. Woher wisst ihr denn so viel über Teenie-Mädchen? Wir haben eins im Keller. Was? Das ist Sascha. Oh mein Gott, ihr habt ein Kind getötet. Oh nein. Ich muss die Polizei anrufen. Oh mein Gott. Es ist ein Roboter. Oh. Weißt du, Jeff, unsere ursprüngliche Mission war es, das komplexeste soziale Wesen auf eurem Planeten zu studieren. Teenie-Mädchen. Aber letztendlich mussten wir ein Subjekt finden, das simpler war, ahnungslos, leicht zu beeindrucken. Wow, ein Roboter, das ist ja Wahnsinn. Wow, okay, alles klar, gut. Jetzt müssen wir sie nur noch mit Julie zusammenbringen und boom. Sie werden in kürzester Zeit Besties sein und dann überzeugen wir sie, weiter Flöte zu spielen und ihren Träumen zu folgen. Ich meine, einfacher geht's doch gar nicht. Dieser Hirtenauflauf ist großartig. Diese Hirten, sie hatten es aber wirklich drauf. Ja? Jeff, ich verstehe es immer noch nicht ganz. Wer ist dieses Mädchen? Hör zu, es ist ziemlich einfach. Ihr Vater ist ein Kumpel von mir. Er ist Footballspieler hier in der örtlichen Minor League. Und er hat ein paar Auswärtsspiele hintereinander. Also hat er mich gebeten, ein bisschen auf Sascha aufzupassen. Warte. Solange er... Er spielt für die Tiger Sharks? Ja, aber darum geht's gar nicht. Heilige Scheiße! Wer ist er? Bitte sag mir, es ist Tyrese Marshall. Was? Nein, nein, er ist neu da und sozusagen dritter Wide Receiver oder so. Jedenfalls... Karl Linges! Dein Vater ist Karl Linges! Hör zu, du konzentrierst dich auf die falschen Details, okay? Der Punkt ist, Sascha ist wirklich cool und vielleicht können sie und Julie Freundinnen sein. Hey. Hi, bist du in den sozialen Medien? Ich bin nämlich auf allen gängigen Plattformen, einschließlich LinkedIn und Badoo. Hey, Sascha, so reden coole Leute nicht wirklich. Okay, sorry, wollen wir über Haare reden?
klar. Ich bin total aus dem Häuschen, weil mir kürzlich Schamhaare gewachsen sind. Ew. Es ist ein natürlicher Puffer gegen Reibung und Schutz vor Bakterien und Krankheitserreger. Wie ihr seht, sie ist wirklich aufgeweckt. Was sollte das denn? Wir haben versucht, es dir zu sagen. Mädchen sind ein unergründliches Mysterium. Nein, 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 nein. Das ist hier nicht das Problem, okay? Ich muss diesen Teenie-Mädchen-Roboter eben selbst steuern, wie es jeder gute Onkel tun würde. Ist ganz schön eng. Das ist echt ganz schön eng. Okay, ich bin jetzt in ihr drin. Oh, das fühlt sich wahnsinnig toll an. Oh, Jeff, 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 Jeff. Die kostet nur $2000. Oh mein Gott. Aber mein Vater will sie mir nicht kaufen. Er ist so eine verdammte Bitch. Er verdient jeden Monat das Doppelte. Hey, Julie, hier bin ich. Da bist du ja. Hallo. Was? Oh Gott, versteck mich. Hey. Entschuldigung wegen gestern Abend. Ich weiß, ich war ein bisschen crazy. Ich hatte meine Tage. Ihr wisst ja, wie das ist, oder? Was? Wer zur Hölle bist du denn? Ich bin Sascha. Nur ein cooles, normales Mädchen wie ihr, das so ziemlich auf dieselben Sachen steht. Wie Jezebel. Mega-Fan. Ich liebe, wie sie, immer wieder ihren Style neu erfindet und offen sexuelle Themen aufgreift. Jezebel wurde als die Stimme einer ganzen Generation beschrieben. Im Jahr 2014 bezeichnete die Autorin von Vagina-Monologe Eve Ensler die Sängerin als mutig und furchtlos und... Aha! Oh, wow, Hammer! Wusstet ihr, dass Eve Ensler Nichiren-Buddhistin ist? Auch egal. Macht ihr auch bei dieser Talentshow mit dieser Woche, oder was? Oh mein Gott, tut mir leid, Leute. Das ist die schräge Freundin von meinem Onkel Jeff. Der alte, fette Typ mit den Bongos? Hey, so sollte man nicht über Leute reden, weil das ihre Gefühle verletzt. Manche Menschen sind echt unsicher, was ihr Aussehen angeht. Also, sie sind wirklich empfindlich, wisst ihr? Ich meine, ich nicht, weil ich ein dickes Fell habe, aber... Du hast ein dickes Fell? Dann kann ich ja weitermachen und dir sagen, dass ich deine ekelhaften Pepperoni-Nippel sehen kann. Oh, und ich am liebsten kotzen würde. Hab ich auch gerade gedacht. Ist ja gut. Oh, da gehe ich nie wieder hin. Ich hasse Julie. Ich hasse sie. Und ich hasse, hasse, hasse ihre Freundinnen. Sie sind nur neidisch. Halt die Klappe. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, hi. Ich habe eine Tochter, die in der Schule ein bisschen gehänselt wird. Nicht weiter tragisch, nur, ich wollte nur fragen, ob Sie mir helfen könnten, ihr einen schicken neuen Look auszusuchen. Klar, ja, kein Problem. Was hatten Sie sich denn... Oh, und wir müssen sicher gehen, dass Ihre Brustwarzen wirklich gut bedeckt sind, weil sie offensichtlich wie Pepperoni aussehen und ich schätze, das ist nicht gut. Wir wollen shoppen, 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 bis der Abgang kommt. Und dann füllen wir los. Wir tragen unsere geilen Sachen, während wir sie tragen. Und dann spritzen sie in unser Gesicht. Denn nichts ist besser als ein Flittchen zu sein. Mit nem heißen sexy Body und nem dicken Konto. Im Glitzer der Funken, Designer-Gürtel. Klatsch und Tratsch und nen harten Schwanz. Oh ja, dieses Glitzeroberteil mit diesen Shorts. Oh, das ist so bezaubernd und... Oh, Scheiße! Ich hab total vergessen, dass ich zur Arbeit muss. Ich muss in 20 Minuten da sein. Was soll ich nur machen? Geh zur Arbeit. Alles im Lack. Ich mach Sascha. Nein, 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 nein. Es muss eine andere Lösung geben. Vielleicht kann ich mich krank melden. Ihr könnt doch sicher einen Attest fälschen, oder? Aber ich hab doch gerade gesagt... Wir könnten den Chef nehmen, den wir im Keller haben. Den was? Tada! Was? Das ist doch lächerlich. Niemand wird glauben, dass ich dieser Fettsack bin. Aber, naja... Ich denke, es muss reichen, da wir unter Zeitdruck stehen. Okay, also hüpfe ich gleich wieder rein. Also hör zu, ich habe versucht, es zu sagen, ohne es zu sagen, aber vielleicht sind Roboter nicht so dein Ding, weißt du? Du bist gut in anderen Dingen. Meinst du? Worin? Naja, du hast eine tiefe Stimme. Sexy. Oh, okay. Sammy, ich weiß, dass du das kannst. Und ich weiß, dass du immer gerne andere rumkommandierst. Aber das ist so ganz und gar nicht meine Art, okay? Meine Management-Philosophie lautet eher, eigentlich ist mir alles egal. Ist gut? Jeff, komm schon, mach dir keine Sorgen. Du kannst mir vertrauen. Ich bin nicht für diese Idioten. Hey, warum habt ihr dieses Ding überhaupt? Gut so, lass es raus. Blöder Jeff! Ja. Niemals gibst du mir eine Chance. Niemals nimmst du dir die Zeit, mir zuzuhören. Eigentlich, Jeff, bin ich wirklich froh, dass du gefragt hast. Weißt du, es ist ein Therapiebuch. Ich habe keine Zeit dafür, okay? Ich habe wirklich viel zu viel um die Ohren. Dabei fällt mir ein, was denkt ihr? Very Nice oder Sunday Funday? Oh, ich mag ja Very Nice. Nein, ich denke, Sunday Funday ist mehr ich. Warum fragt er denn überhaupt?
Meine Schwester ist 23 und hat voll die ekelhaften Falten, wenn sie lächelt. Lass uns einen Pakt schließen, dass wir uns umbringen, bevor wir jemals so alt werden. Ich kenne eine gute Brücke. Was zur... Sascha? Oh, hey. Wundert mich, dass ihr mich erkannt habt mit meinem neuen heißen Look. Du hast recht. Du siehst aus wie eine ganz andere Loserin. Was? Aber ich dachte, das... Wisst ihr was? Ich gebe auf. Ich habe gerade $5,000 verschwendet, um euch zu beeindrucken. Ich meine, von dem Geld hätte ich 2 richtig gute Autos kaufen können. Wisst ihr was? Es ist einfach unmöglich, euch zu erreichen, weil euch einfach egal ist, dass... Oh! Oh mein Gott, das ist Jesse! Entschuldigung. Mein Ball hat dich getroffen. Ja, pass doch auf, wo du hinwirfst, Mann. Oh mein Gott, du hast so ein Glück. Ich würde dafür töten, dass Jessys Ball mein Gesicht berührt. Ich hätte am liebsten seine beiden Bälle im Mund, damit ich sie wie ein Riesenbonbon lutschen kann. Ja, sehr gut. Also, ist dieser Jesse ein ziemlich begehrenswerter Bursche, hm? Ihr würdet bestimmt alles tun, wenn er es cool findet, oder? Ja. Total. Gut zu wissen. Das war ein Ja, oder? Alter, guck dir das an. Die Frau da sieht genauso aus wie Dave Grohl. Oh ja, so wie als er vor den Foo Fighters in dieser anderen Band war. So wischst du also? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du musst in Form einer vollständigen 8 wischen. So, siehst du? Aber pass auf, dass der Mob nicht gegen die Fußleiste spritzt, du Volltrottel. Oh, okay. Entschuldigung, Jeff. Aber hey, ist mir eigentlich egal, denn ich bin ein entspannter Typ. Oh, komm schon! Was machst du denn da? Ich wollte einen Smoothie machen. Siehst du nicht, dass alle Früchte oben kleben? Du musst den Deckel abnehmen und sie runterdrücken. So macht man einen Smoothie. Und hey, würde es euch umbringen, ab und zu mal zu lächeln? Echt jetzt, Leute? Ich hab alles falsch gemacht. Ich hab mich die ganze Zeit auf die kleinen Mädchen fixiert. Aber es sind die kleinen Jungs, hinter denen ich her sein sollte. Die sind viel unkomplizierter. Mein Gott. Oh ja, was ist das? Die sind sexy. Oh, wie ist es gelaufen? Alles gut? Oh, ja, ja. Nein, nein, nichts Nennenswertes zu berichten. Weißt du, ich war nur da. Wow, was ist das? Ein Lederhandschuh? Sollen die Leute etwa denken, ich sei der größte Depp der Welt? Das war's. Hau ab, raus jetzt. Gib das her. Hey, Jimmy, willst du mal zeigen, was du drauf hast, Kumpel? Auf jeden Fall. Ich denke, das könnte unsere Beziehung sehr gut tun, Jeff, die Welt durch deine Augen sehen zu können. Nein, 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 nicht alles zerdenken, okay? Bleib einfach bei dir selbst und sei leise. Was hättest du lieber? Krasse Apps oder fette Traps? Alter, das ist voll die gute Frage. Hey, Jesse, stehst du auf Messer? Denn das hier ist illegal. Wow! Hier ist ein Rundum-Sorglos-Paket für dich. Cooler Stuff, was auch immer. Wow! Es ist wie Internetporno, aber in dünner Buchform. Wie musst du dir warm halten? Was machst du nach der Schule? Ich kenne da einen Schrottplatz, wo wir auf ein paar alte Windschutzscheiben schießen könnten. Abgefahren. Diese dreckige Schlampe. Ich hatte keine Ahnung, dass Mädchen das können. Und ob wir das können. Guck dir mal diese Möpse an. Weißt du, du bist nicht so wie andere Mädchen. Wirklich? Wie meinst du das? Komm her. Hey, 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 Hände weg, Mann! Ich bin kein Stück Fleisch, klar? Was sollte das denn? Wir haben einen schönen Tag, gucken uns Pornos an und dann machst du sowas! Es tut mir leid, ich dachte, du wolltest... Oh, Mädchen sind so kompliziert. Hey, alles gut, es tut mir leid. Ich hab nur das Gefühl, ich kenne dich kaum. Erzähl mir doch mal ein bisschen was von dir. Hast du irgendwelche heimlichen Talente? So wie, spielst du ein Instrument? Ich hab früher Xylophon gespielt, aber das war super lame. Also ich... finde, das klingt richtig heiß. Ach, echt? Ja, es tönt mich echt voll an, wenn Jungs geheime, sexy Sachen drauf haben. Hast du mal daran gedacht, dich für die Talentshow morgen anzumelden nebenbei? Ja, klar. Das ist was für uncoole Nerds. Ich meine ja nur, wenn du mitmachen würdest, würde ich dir ziemlich sicher einen blasen. Wo kann ich mich zur Talentshow anmelden? Immer mit der Ruhe. Antworten Sie! Und dann steckt er die Hand in den Mixer und er fing an zu zittern. Leute, das reicht jetzt. Danke. Ich kann immer noch sein Fleisch. Ich hätte doch eine Arbeitnehmerversicherung abschließen sollen. Jeff, wie geht es Ihrer Hand? Sind Sie sicher, dass Sie nicht darüber sprechen wollen? Eigentlich doch.
Okay! Ich würde mir gern einiges von der Seele reden. Glauben Sie, dass ich, Jeff, unglaublich rücksichtslos und unvernünftig sein kann? Ich nämlich schon! Sie brauchen mir nicht zu drohen. Wie wäre es, wenn ich Ihnen $5,000 gebe und wir lassen das Ganze auf sich beruhen, okay? Ich denke nur, ich kann manchmal ein bisschen nachtragend sein und ich nutze die Leute aus, die ich kenne. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? 20.000! Cash! Sind Sie jetzt zufrieden? Ja, Sir, das bin ich. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Etwas kommt und das wird sensationell. Ich freu mich schon, ich hoffe, die Zeit vergeht schnell. Wird es im Wald passieren oder auf dem Klo? Wo immer es passiert, ich werd sowas von. Ich habe 2 Jahre lang versucht, diesen Jungen zu motivieren. Sehen Sie nur, er motiviert die ganze Schule. Ich weiß nicht, was los ist, aber es ist unglaublich. Hey, mach schon, du bist nicht die Einzige, die hier ihr Talent zeigen will. Ich weiß nicht, soll ich? Mach es, mach es! Ja. Wie war ich, Babe? Hast du meine Message verstanden? Ja, ja, cooles Zeug. Das macht mich total an. Reden wir nach der Show darüber. Als nächstes Julie Mapplethorpe. Es tut mir leid. Es war ein Fehler. Oh mein Gott, ich kann nicht hinsehen. Ich kann nicht mal... Tut mir leid. Oh, scheiße, sie hat einen Aussetzer. Sie hat echt null Bühnenpräsenz. Psst. Hey, du schaffst das. Okay. Dieses Lied heißt Eine Flöte ist niemals genug. Ich verstehe das nicht. Warum hast du mir geholfen? Weil ich dich gerne mag, Julie. Du musst nur wissen, dass du in diesem Leben vielen Einflüssen ausgesetzt sein wirst. Aber du darfst nie vergessen, dass es nichts Wichtigeres gibt als meine Eier! Oh, verdammt, lass mich los! Lass mich los, bitte! Art virtuelle Realität für Kinderschänder, damit du üben kannst? Och, du bist ein schlechter Mensch, Jeff. Evgeny, sind Sie das? Hä? Nein, 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 nein. Ich bin ein anderer Ukrainer. Sei kein Rassist. Ich schwöre Ihnen, ich bin unschuldig. Ich hab mein Hodenmesser vergessen. Hodenmesser? Was? Wofür brauchen Sie denn ein Hodenmesser? Warten Sie, warten Sie! Ich tun Gott. Oh, wehre dich nicht. Es wird sehr wehtun, aber es ist zu deinem eigenen Wohl. Nein, danke, mir geht's gut. Endlich konnte ich mich mal richtig ausleben. Nun, jetzt hat es sich aber zu Ende ausgedrückt. Ah! Da gehören sie hin. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Ich kann nicht glauben, dass Carl Lingus nicht mal zur Beerdigung seiner eigenen Tochter kommt. Ich habe jeden Respekt vor dem Kerl verloren. Ja, das ist traurig, aber du konzentrierst dich schon wieder auf die falschen Details, okay? Wichtig ist doch, dass Julie wieder Querflöte spielt. Sieh doch nur, sieht sie nicht wundervoll aus da oben? Ja, Julie, echt scheiße gut. Okay, Jeff, ich habe einen Vorschlag. Oh nein, hören Sie, was auch immer in den letzten Tagen passiert ist. Sie müssen wissen, dass ich nicht ich selbst war und... Ich musste mir etwas Geld von meiner Ex-Frau leihen, aber hier ist es. Wow, wow, was ist passiert? Wir werden nie wieder darüber sprechen. Okay. Guten Tag, Sir. Wollen Sie vielleicht ein paar Kekse kaufen? Was? Nein, ich hasse Pfadfinderkekse, okay? Ich bin fertig mit euch kleinen Mädchen. Hier sind $100, damit ihr nie wieder herkommt. Alles klar? Und so wird ein Skorpion ohne Stachel zu einem harmlosen Käfer. Schön! Das bedeutet, du kannst deine Kreditkarte abbezahlen. Oh nein, ich habe einen viel besseren Plan. Folge deinem Traum, reiß die Hose auf.
am Baum, wenn du folgst deinem Traum. Kyo, Amerika kara kono package wo uketorimashita. Konnan ja nani mo dekenai na. 10 nen mae nara bezu da ga na. Gut. Wir shoppen, 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 bis der Abgang kommt. Und dann